befinden uns hier in der Salzburger Sportwelt im Bereich Flachau Wagrain St. Johann, bekannt als ehemalige 3Dler Skischaukel, hier an der Achterjet-Station. Ihr seht also die Gebäude hier schon. Wir haben an allen Talstationen hier Servicegebäude gebaut mit Skiservice, Skischulen, alle Einrichtungen, dass der Gast also hier gleich, wenn er was vergisst, wie der Rudi, der keinen Helm bekommt oder Schuhe, Ski, alles gibt es hier an den Stationen. Im Zentrum haben wir ein neues Gebäude errichtet, auch eine Serviceanlage mit allen Annehmlichkeiten und selbstverständlich auch mit Skidepots, dass also die Gäste nicht die Ski zu den Hotels mitnehmen müssen. Ja. Wir fahren heute den Bereich Flachau-Wagrain, wir werden also auf der Seite bleiben. Na, so einen Start haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Ja. Das ist so gut. Hier rechts hinten sieht man den Gamskogel, wo wir gestern waren. Hier sieht man den Schrägaufzug, Start der Weltcup-Abfahrt. Ein bisschen mehr nach links, den Teilbereich Flacher Winkel Zauchensee, was wir auch gestern. Hier kann man also dann rüberschaukeln, Zauchensee, Flacher Winkel, Kleinal. Flachau hat ungefähr 2700 Einwohner, aber fast 9000 Gästebetten, ist also der größte Ort von den Betten her von der Region. Wir haben da zwei Ortsteile, der eine ist Flachau, das geht dann raus nach Reitdorf. In Reitdorf ist auch geboren unser größter Sohn des Orts, der Hermann Mayer. Der Peter Oberreiter. Der Peter, ja genau. Ja, also der Hermann Mayer ist ein gebürtiger Flachau, kennt sie alle, Doppel-Olympiasieger, Weltmeister. Dort von Nagano und so, der kommt hier von Flachau. Was uns dazugehört, ist auch Flacher Winkel, das ist dann da drüben. Das heißt, da fährt man mit dem Skibus derzeit noch rein, ungefähr 7 Kilometer, dann ist die Skischaukel Kleinal Flacher Winkel und dann rüber nach Zauchensee. Und unsere Gäste fahren halt einen Tag her, dann fahren sie mal drinnen, dann wieder raus. Also die tun sich ein bisschen da aufteilen. In 2 bis 3 Jahren hoffen wir, und das sind auch jetzt die Gespräche, soll dann die Verbindung nach Flacher Winkel direkt erfolgen. Auf das freuen wir uns schon alle sehr.
Was bei uns vielleicht erinnert wird, ist, dass wir eine sehr hochwertige Gastronomie haben. Gerade im Alpendorf haben wir 10, 4 und 5 Stern Hotelbetriebe. Und ich sage, das ist ein sehr gutes Angebot, das wir den Gästen damit bieten können. Am Skigebiet her selbst zu erwähnen ist vielleicht da oben am Kernkobel, wir haben im Sommer den Geisterberg. Da ist auch ein Teil der Strecke im Winter befahrbar, ist gerade für die Kinder sehr interessant, wo auch Armbrüste, die ihr heute am Abend sehen werdet, eben ausgestellt sind. Und auch von unserer Berchtenlauf, den wir im Jänner dann meistens haben, sind auch einige Figuren dann ausgestellt. Ich glaube, das ist eigentlich für die Kinder dann gerade die Skikurse zum Beispiel sehr interessant, um das durchzumachen. Ja, so kommt vom Skigebiet her insgesamt auch noch 100 Kilometer und 60 bis 60 Lifte. Also St. Johann Wagner. Und die werden wir jetzt auch nutzen.